So, wo sind wir jetzt, Heiko? In Olympia, genau. Hier vorne haben wir den legendären, olympischen Kegel, der hier auf der Straße liegt. Da wollten wir uns vor uns hinstellen. Und fluchenderweise wurden wir hier von einem Busfahrer vertrieben, der was gesagt hat? No parking! No parking, ganz genau. Denn hier haben wir einen Bus neben dem anderen stehen. Haufen Touristen werden hier ausgeladen. Jetzt sieht das alles ruhig aus, aber wenn hier ein paar Reisebusse ankommen, herrscht hier das volle Chaos. Und natürlich haben wir hier sofort das Parkhaus gesehen, was nie ausgezeichnet war. Und auch die Parkflächen gesehen, die nie ausgezeichnet waren. Also man muss sich hier irgendwo in Olympia in der Stadt reinstellen. Ansonsten sieht das touristisch alles natürlich sehr gut erschlossen aus. Naja, dann wollen wir mal schauen, was uns hier die alten olympischen Städte, ja, was man da so sehen. Und nun sind wir in Olympia drinnen. Wir befinden uns hier gerade auf dem Gelände des Palestra. Das war ein ehemaliges Gebäude, wo sich die Athleten vorbereiten konnten, ausruhen konnten. Hier wurden Vorträge gehalten und so manches andere auch. Was man so im Hintergrund hier ein bisschen sieht, das sind natürlich die ganzen Touristenströme, die hier wirklich in Olympia sich die Sachen ansehen. Ja, manche haben hier auch Spaß. Sieht sehr imposant aus, was hier alles noch so steht. Sieht wirklich sehr, sehr interessant aus. Ja, wir gucken uns das Gelände mal weiter an und schauen wir mal, was wir noch so entdecken. So, wir gehen jetzt hier in die Werkstatt des Pediers rein. Ein Bildhauer, der unter anderem eins der sieben Weltwunder, eine Goldelfenbeinstatue von Zeus angefertigt haben soll. Das scheint auch noch eines mit der besten oder der am besten erhaltenen Gebäude hier in Olympia zu sein. Hier muss sich diese Statue befunden haben. Das Gebäude ist mit Sicherheit deswegen so gut erhalten, weil später darauf eine Basilika errichtet wurde. Ja, deswegen stehen hier noch die Grundmauern, weil ansonsten wurde alles per Dekret im ungefähr 6. Jahrhundert unserer Zeitrechnung zerstört, nachdem man verbot, hier in Olympia die alten Götter weiter zu verehren, indem man eben unter anderem hier die Olympischen Spiele abhielt. So, ich denke mal, ich befinde mich jetzt hier an der Südspitze oder Nordspitze, vielleicht auch eine andere Himmelsrichtung, aber wir sehen hier wunderbar über das gesamte Gelände von Olympia. Wenn man sich jetzt hier rumdreht, kommt man zu einer alten Therme, die sehr, sehr gut erhalten ist. Und zwar ist das die Leonidaion-Therme, die später umfunktioniert wurde zu einer Weinkelter und in einer anderen man einen Heizraum oder einen Heizraum hat für die Glasverarbeitung. Was man hier wieder sieht, und das fällt auch auf wie vorne bei der Werkstatt, dass Räume, die später zu was anderem benutzt wurden, sich in einem viel, viel besseren Zustand befinden als der Rest der Anlage, die wirklich zerstört wurde. Ja, und wir befinden uns jetzt ein paar Meter weiter hier in Olympia. Von dort hinten, von den Thermen, von den Leonidas-Thermen sind wir gekommen. Das war im Übrigen ein Architekt der Antike, nachdem das Ganze genannt wurde. Davor ist auch noch ein Gelände zu sehen, was ebenfalls mal ein Gebäude hatte, was nach ihm benannt wurde. Aber was jetzt das Highlight hier ist, das ist dieser Zeus-Tempel. Hier sieht man eine Säule, die sehr, sehr neu aussieht, und das hat auch seinen Grund, denn diese wurde 2004 zum Anlass der Olympischen Spiele wieder errichtet. In dem Zeus-Tempel befand sich im Übrigen auch die Zeus-Figur, von der ich vorhin schon gesprochen habe. Hier hört man auch das Pfeifen und das Trillern. Hier werden gerade die ganzen Gruppen zusammengerufen und man versucht, die Touristengruppe natürlich irgendwie zusammenzuhalten, was nicht immer ganz so einfach zu sein scheint.
Und wir befinden uns jetzt im südlichen Teil, höchstwahrscheinlich südwestlich oder südöstlich, an dem Hause des Nero. Der soll hier 67 nach Christus bei den Olympischen Spielen residiert haben. Das ist sein Palast. Was interessant ist, sind natürlich, hier wird noch weiter ausgegraben, hier sieht man auch noch alte Vorrichtungen, wie zum Beispiel dieses Schienensystem, mit dem man höchstwahrscheinlich früher die Ausgrabung hier begonnen hat. Ja, dann hat man hier hinten, sieht man auch sehr schön, eine Mauer, die noch abgestützt wird, weil sie sonst zusammenbrechen würde. Da haben wir das Stützsystem. Hier rüber zu blicken wir dann wieder in Richtung des Zeus-Tempel. Ja, das Gelände, wie gesagt, allgemein sehr groß, sehr umfangreich. Und wie man das nicht anders kennt, von hier unten alles sehr, sehr stark zerfallen. Ja, jetzt können wir praktisch sagen, dass wir jetzt in das Stadion hier einlaufen von Olympia. Das Ganze ist ca. 200 Meter lang. Das ist das Tor, was später hinzugefügt wurde. Hier sind dann die Athleten in das Stadion eingelaufen. Das Stadion hat Platz geboten für ca. 45.000 Zuschauer. Wenn man sich jetzt hier wundern sollte, warum hier keine Zuschauerringe aus Stein existierten, diese gab es nicht. Ich gehe mal davon aus, hier wurden dann einfach Holzbauten errichtet oder die Menschen tummelten sich ja einfach auf diesen Hang, den man hier sieht. Das Ganze sieht ein bisschen nüchtern aus. Hat vielleicht auch damals vollkommen ausgereicht. Immerhin 45.000 Mann, das ist schon ordentlich. Hier werfen wir nochmal einen Blick zurück zu dem Eingang von dem Stadion von Olympia. Ja, jetzt befinden wir uns hier mitten auf dem Gelände vom Tempel der Hera. Allerdings möchte ich hier rüber nochmal einen kleinen Blick werfen. Das, was hier alles wirklich zerfallen aussieht, dies war ein ehemaliger Brunnen, also wirklich ein imposanter Bau. Hier hinten muss man sich vorstellen, standen eine zweistöckige Galerie, kann man sagen, in der jede Menge Statuen sich drin befanden. Jetzt allerdings werfen wir mal einen Blick hier zum Tempel der Hera. Das soll mit eines der am besten erhaltenen Tempelanlagen noch sein. Ja, man sieht, das Teil ist wirklich riesig. Hier hat man auch ein paar, ich müsste jetzt raten, das könnten dorische oder ionische Säulen sein. Ich vermute mal eher das Letztere, die hier aufgereiht sind. Und man sieht, das Ganze befindet sich am äußeren Rand von Olympia. Hier sieht man noch den alten Zeus-Tempel, der den zentralen Punkt bildet. Oh. Also wie bereits schon erwähnt, eine Anlage, die man auf den Peloponnes gesehen haben sollte. Und am Philippeion befinden wir uns jetzt. Dies ist ein antiker Rundbau, der hier in Olympia von Alexander den Großen vollendet wurde. In diesem Gebäude befanden sich dann Figuren von unter anderem Alexander den Großen und vielleicht auch noch ein paar seiner erfolgreichen Feldherren. Wir befinden uns jetzt hier wieder am Anfang von Olympia. Jetzt ist es ein bisschen ruhiger geworden. Kein Wunder, es ist auch Mittagszeit und die Sonne knattert jetzt wirklich erbarmungslos ein auf den Kopf. Da vorne ging es rein. Wie lange braucht man für die Anlage ungefähr? Ich sag mal so, gefühlt, wenn man ordentlich durchschreitet, sollte man sich eine Stunde bis anderthalb Stunden Zeit nehmen.
Vielleicht eine kleine Besonderheit, diese Tafeln, die man hier überall sieht, die muss man zum Teil wirklich suchen, da die Gebäude doch sehr umfangreich sind und sich die Tafeln an irgendeiner Ecke von diesen Gebäuden befinden und es hier keinen Rundweg gibt, sondern die Wege doch zum Teil kreuz und quer sind. Mit dem Pfeifen hier hinten, mit den Trillern der Reiseführerin, ja, verabschiede ich mich von Olympia. Ja, und ich kann euch nur empfehlen, besucht einfach das antike Olympia, wo die berühmten Olympischen Spiele ihren Ursprung hatten.